Mein Deck hat verloren! Wo hast du nur diese Power her? Und damit willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! 5Ds 2009. Ja, willkommen zurück, hi. Wir haben gerade gegen diesen Typen gekämpft und ihn gewrackt beim nur zweiten Versuch. Haha, ich bin echt scheiße. Der Mann des Feuers ist wohl angebrannt. Nun, der Gewinner ist Klo. Und das bedeutet auch, dass die Finalrunde ansteht. Alles klar. Speichern wir erstmal. Und natürlich gehen wir sofort das Finale an. Oh, willkommen, du Land. Lol. Ja, ich möchte die Herausforderung annehmen, my boy. Mal gucken, wen wir im Finale bekämpfen. Yo, was ist das für ein gepimptes Bike? Welcher Bonzer hat das denn, Alter? Das Finale des A-Blocks ist erfahren. Es heißt Klo gegen Greiger. Was für ein Duell wird uns nur heute da erwarten? Ich muss dieses Duell gewinnen, um an die Spitze zu kommen. Okay. Sorry, my boy, das kann ich leider nicht zulassen. Auch wenn du so ein cooles, gepimptes Teil hast. Gegen meinen krassen Standard-D-Runner kommst du nicht an. Hoffe ich, glaube ich. Legen wir einfach los. Kartenbombe Bumm, was für ein scheiß Name. Deine Kartenbombe kannst du dir sonst wohin stecken, boy. Szenik Fest macht dich fest gesenigt. Yeah! Boah, Leute, den habe ich voll gegeben. Achtet mal, wie eingeschüchtert er ist. Gut, legen wir los. Oh, den Rechner schon mal. Das ist schon mal super. Was ist das nochmal für ein Monster? Ach so, ja, richtig. Das war der. Mit dem Insektenritter mache ich erstmal nichts falsch. Und das hier ist... Ach ja, genau. Okay, passt. Du bist dran, Gregor. Oder wie du hieß. Gregor. Gregor. Ich nenne dich Gregor. Erscheine. Oh, der Zwillingsdrauf-Rache. Badass Karte. Komm schon, Zwillingsdrauf-Rache. Arbeite für mich. Okay, alles klar. So, das Kampf, mal sehen, was deine Fallen drauf haben, denn ein Monster wird mir nicht das Wasser reichen können. Boy! Wir haben auf jeden Fall den Battle hier drauf. Und aktivieren selbstverständlich unseren Fossilkeiler. Oder auch nicht, das Fossilkeiler. Ja, das können wir erstmal lassen. Muss ich halt erstmal meinen Insektenritter um diesen Zwillingsdrachen kümmern. Get Wrecked Boy! Wieso kann das mal schon was? Mach das ruhig. Okay. Solange sein Effekt nicht aktiviert wird. Fuck, sein Effekt wird aktiviert. Nee, doch nicht. Wieder negiert. Okay, alles klar. Oh, uncool. Aber dagegen habe ich ja was Cooles. Ui. Die tauchen immer so cool auf. Nein, Boy, sehe ich nicht ein. Ist wieder so eine richtig billige Karte. Diesmal benutze ich sie. Ach ja. Das Kampf mit seinen Pfeilen, der macht mir Angst. Was könnte da wohl sein? Ich setze einfach diese Karte und spiele meinen unglaublichen Rechner. Oh, Alter, so ein Arschloch. Jo, das war's dann mal mit meinen Monstern. Ich hasse Reich des Tributs. Naja. Ich bin dran, ich ziehe. Lol. Gut, vorher mal sehen, was du hast. Nix? Okay, das freut mich natürlich sehr zu hören. Oder zu sehen. Such dir eins aus. Wir spielen auf jeden Fall unseren X-Saber Garland. Und greifen das mal ein bisschen fett an. Oh yeah. Komm schon, keine Falle. Keine Falle. Keine Falle. Okay, alles klar. Was? Verstehe ich dich. Ich auch nicht. Machen wir einfach weiter. Ein paar mehr Monster als Xelbe Garland würden mir zwar schon zusagen, aber naja. Oh fuck, das Zwillingsdrachen, nein!
Greif mich an, uncool. Gekibrecher, du Arschloch. Nein, das funktioniert nicht. Wir gucken mal. Hoffentlich arbeite. Oh, Alter, na klar, ey. Klar, zwingend auf das zweite Versuch bei ihm natürlich. Doch, crazy. Ne, ich nutze drei Gekibrecher jetzt nicht. Jetzt ist Phoenix auf 3 nicht mehr gefährlich eigentlich. Bis auf seine Angriffspunkte natürlich. Aber da habe ich stärkere Monster. Na gut, das ist kein stärkeres Monster, aber es wird mir auf jeden Fall erstmal helfen. Wobei, nein, wird das nicht. Es wird mir nicht helfen, Cole. Könnt den Bad Boy auch aufpimpen, ne? Just saying. Einmal 500 plus 1000, 1500, das sind 1800. Und so besiegen wir ganz knapp den Zwillingslaufdrachen. Will ich das machen? Ach komm, warum nicht? Sonst benutze ich sowieso viel zu wenig Zauberkarten, Mann. Denk. Mehr Power! So, und jetzt wirst du gerackt! Tschüss! Alter. War ja klar, dass da irgendwas noch kommt. Naja. Oh, es stirbt aber nicht. Okay, cool. Achso, weil das Vieh gerade 1100 oder mehr ATK hatte. Klar. Na gut, lassen wir es. Wenn er keinem anderes Monster beschwört, benutze ich meine Tragikbrecher einfach. Ich will das Hühnchen beschützen, keine Ahnung. Vielleicht wird das ja noch nützlich. Oh, Lipfänger. Der gefällt mir natürlich gar nicht. Ja, du kannst das ja jetzt nicht benutzen. Dafür sollte ich viel eher den Tragikbrecher nutzen, nicht? Schon wieder für dieses Kaxi. Tschüss. Onkel, mein Hühnchen ist weg. Und ich habe gar keine Karten mehr. Das könnte echt eklig werden. Kann ich nicht einen dieser Kämpfe First Strike schaffen oder so? Ist das keine Option? Komm schon, Mann. Alter. Ich merke schon, das wird nichts. No. Da krieg ich aufs Maul. Oh boy! Shit is getting real. Jetzt hab ich meinen Zwillingslaufdrachen. Mal sehen, ob Zwillingslaufdrache und Zwillingslaufdrache sich verstehen. Mal sehen, komm schon. Ach, come on. Das, meine Damen und Herren, ist offiziell Bullshit. Aber so kann ich mich immer noch ein bisschen verteidigen. Also, besser als nichts. Warte, was? Was macht der Boy? Ach, come on. Alter. So ein Arschloch, ne? Ist vorbei? Alter, es ist exakt auf dem Punkt vorbei. So ein Bastard. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Oh, Mann. So, Leute, hier geht's direkt spannend weiter. Nehmen wir mal Papier. Natürlich verkackt. Geil. Bam, bam, bam. Bin wieder hier, hi. Ja, mal sehen, ob wir diesmal mehr Glück haben, genau. Ich werde euch verlieren. Ja, meine Hand gefällt mir jetzt schon mal nicht so geil, so sehr, ne? Ist schon nicht so geil. Muss ich leider sagen. Mein Zug ist vorbei, lol. Okay. Oh Mann. Den Rechner will ich nicht einfach so opfern, ist klar. Ich beschütze mich lieber mit Verteidigungsziehen.
Dann haben wir noch ein paar Karten drauf. Damit er denkt, ich habe voll viele Fallen. Ja, das ist gut für den. Ja, komm, passt. Ich finde meinen Zug, lol. Mal sehen, was er mir so auftischt. Was hat die Karte? Ja, das erste Mal in jedem Spielzug das Monster auf das Spiel, das gegen uns beschworen werden. Dann endet auch mit Schadensbuch. Okay. Na gut. Ach, das ist absolutes Ende! Oh, bin ich dumm. Ich habe die Karten vertauscht. Absolutes Ende ist natürlich kein Verteidigungsziehen. Ups. Ach ja, Leute, das ist geil. Setzen wir den Bad Boy mal, dann können wir wenigstens etwas verteidigen. Ich hoffe, er kommt jetzt nicht mit deinen Zwillingslaufdrachen. Ne, es kommt eher eine Synchro. Okay. Auch uncool. Ja genau, jetzt kann ich hier den Bad Boy speziell beschwören. Verteidigungsmodus. Ist toll. Natürlich Schaden, aber okay. Kann man trotzdem machen. In der Minekraftwelt. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Bitter, bitter, bitter. Kann man das Tribut anbieten, um deinen Gegner Schaden der Stufe in 200 zu kriegen? Ja, okay, das ist jetzt nicht so krass. Aber das war's auf jeden Fall mit meinen Zwillingslaufdrachen. Aber gegen mein Klanghühnchen kommt er natürlich nicht an. Sehr kawaii. Na, 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 na. Mal sehen. Der Bad Boy, ha? Huh? Es gerade kontrolliert halt der Live von 10 seine Standby-Phasen. Okay. Ich denke, wir haben Sieg, Leute. Wir haben hier den Sieg. Wir opfern natürlich unser ekelhaftes Klanghühnchen und beschwören den Schädel Erdunterweltler der Blitze. Ja. Okay. Was? So ein Arschloch. Heiliges Urteil. Fuck. Das war's, oder? Ja, fast. Wenn er jetzt noch ein Monster hat, dann war es das. Ungeil. Alter. Ja, das war's sowas von. Oh nee. Obwohl, nein, ich überlebe mit 100 Punkten. 100! Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Oh, kacke. Jetzt habe ich aber keine T-Marken mehr. Sonst könnte ich jetzt noch was Cooles machen. Oh, jetzt beendet er es doch. Okay, alles klar. Gut, das war's. Tschüss. Bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder ganz fleißig dabei. Wir nehmen die Schere. Mann! Deckt? Scheiß Greiger, ey. Naja, das ist ein Finalkampf. Der soll so sein. Der soll so krass sein, denke ich. Mal sehen, Boy. Was gibt's denn so krasses? Verteidigungsziel. Ah, diesmal ist es wirklich Verteidigungsziel. Das ist so erfrischend, mal diese Karte zu haben. Dann spielen wir natürlich unseren Krebos und hoffen auf einen 4-Sterne-Monster oder sowas Cooles. Ja, das war's. Das war's. Oh yeah. Ich werde dabei zurück. Ich bin dran, Ziel. Ach, Leute. Na, dann habe ich den Bad Boy, das ist auch etwas wert. Also ich will lieber den krassen Schädel-Erzunterwickler der Blitze holen.
Ich glaube, auf den habe ich Bock. Komm. So, los geht's, ich beschwöre den Schädel erst unter Weltraum Blitze. Dann, dann. Oh, fick dich. Dann, warte mal kurz. Wenn diese Karte als Ziel eines Effekts einer Karte, die dein Gegner kontrolliert, bestimmt wird, wenn er abwendet, merkt man 6-7 Würfel. Ja, das trifft doch jetzt ein, oder? Nein? Okay, kann man auch lassen. Danke, Spiel. Danke, dass du so konsequent bist. Fucking shit. Boah, wie ich schon wieder voll am Verkacken bin. Ich glaube, ich muss mein Deck pimpen, Leute. Ich glaube, das ist wichtig. Raigeki-Brecher ist natürlich nicht schlecht. Also setzen wir den Raigeki-Brecher und nutzen wir den krassen magischen Hammer. Das will ich nicht haben. Das will ich jetzt auch nicht haben. Ja, das war's. Döf, döf, döf. Immerhin, ganz annehmbare Karten. Würde ich meinen. Wir sind so am Arsch, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Mit dem Rechner allein komme ich hier nicht weit. Scheine, lol. Fing shit. Oh man. Ah ja, richtig, kann ich einfach Raigeki-Brecher machen. Aber ich hätte Bock auf Verteidigungsteam, weil ich brauche mal ein paar mehr Karten. Deshalb nutzen wir lieber diese Karte zuerst. Alles klar. Vielleicht muss ich Raigeki-Brecher nutzen, vielleicht aber auch nicht. Was ich damit meine, das seht ihr in der nächsten Folge. Nein, schon gut. Alles cool. Zwei Geschwindigkeitsthematten nur. Okay, alles klar. Jetzt bekomme ich 800 Schaden. Macht aber nichts. Nicht so viel jedenfalls. Denn ich benutze jetzt mal Mirude Yuku. Und zwar nehme ich die ATK von dem Bad Boy und gebe sie dem Bad Boy. Alles klar. Und jetzt zerstöre ich dieses Kackvieh. Tschüss. Warte, was? Kannst du Angriff von uns haben, dass man ihn fährt? Kannst du auch auf die Feinkarte. Ach komm, ey. Mach ich ja 3G-Gebrecher, Arschloch. Ja, 12 T-Marken bekomme ich eh nicht zusammen. Hau rein. Aber angreifen ist jetzt nicht mehr. Okay. Passt schon. Ah, ich hätte Verstärkung spielen sollen, ich würde. Naja. Ja, mal sehen, was der hat. Gar nichts? So viele Karten auf der Hand, du kannst nichts tun, Junge? Was ist los? Was ist los bei dir? Was lag? Ah ja, das war die Karte. Das Bild sagt mir immer so gar nichts. Na gut, greifen wir einfach ran. Was? Was? Ja, was macht die Karte denn? Oh, aber natürlich, so ein Arschloch. Gut, das war's erstmal. Er soll mich angreifen. Und dann kann ich Verstärkung vernünftig nutzen und ihn ganz vernichten. Anstatt dass er meinen Angriff annulliert. Komm, Boy. Trau dich. Verstärkung, Hype! Ein Mist, viel weniger. Müssen wir noch den Effekt dieser Karte. Geben ihn noch mehr auf die Fresse und erfreuen uns unseres Lebens. Ja Leute, so läuft das in der Minecraft-Welt. Dann haben wir noch den Insektenritter und natürlich wird er jetzt Spielkraft haben. Oder Reichsattribut. Nein! Wow! Sag ich, er hat gleich Spielkraft. Nicht? Okay, ich bin überrascht. Er ist krass, Leute. Er ist schon sehr beeindruckend, dass er Spielkraft nicht hat. Jedenfalls jetzt gerade nicht auf dem Feld. Ich möchte dem Spiel richtig zumuten. Oh, folgt euch der Explosion schon wieder. Ungeil. Aber jetzt könnte mein Rechner dieses Kack wieder besiegen, oder nicht? Ja, klar. Oh, crazy so. Der Rechner ist jetzt MLG mit den vielen Leveln auf dem Feld.
Yeah! Ja, Leute, sieht gut aus für uns. Möchte ich mal angemerkt haben. Was ist das für eine Karte? Warte, was? Okay. Alles klar. Ja, alles klar. Mehr sage ich jetzt auch nicht. Gut, beenden wir dieses Duell ganz einfach, würde ich meinen. Tschüss. Was? So, dann Fossil, keine Ahnung, wird das natürlich beenden. Hau rein, ciao. Alles klar, ich hab gewonnen. Ich lass mich hier nicht besiegen, ey. Ja, was willst du machen, Junge? Ich aufs Maul hauen? Das Yu-Gi-Oh! Kein... Keine Ahnung was. Alles klar. Ich muss zugeben, du bist ein bewundernswerter Duellant. Und der Gewinner der Fallrunde des A-Blockes ist... Klo! Das bedeutet, Klo wird nun zum Glückscup zugelassen. Nur noch wenige Tage beim Glückscup wird sich unser heutiger Sieger sicher noch besser duellieren. Oh yeah! Hoffen wir es mal. Pchuf. Tuff, tuff, tuff. Ne? Metal Gear Solid? Gut gemacht, Klo. Dann das lang ersehnte Glückscup-Finale. Schaffst du es dort auch? Ja, klar, Junge, ich wreck alle. Scump. Warten wir noch etwas auf den richtigen Moment. Ein paar Tage später. Scumps. Du bist eigentlich beim Glückscup, dann viel Glück, Glückscup, viel Glück. Ha! Echt, du bist klasse. Echt, du bist klasse, mach weiter so und gewinne die Meisterschaft. Ja, okay, Leute, ciao. Ich hatte ja Bock auf einen neuen Motor für meinen D-Runner. Ich glaube, den kaufe ich mir jetzt. Da bin ich noch fester, Leute. Und fest sein, das ist wow, das ist schon wichtig im Leben. Hallo, willkommen. Oberklasse-Motor unter den aktuellen Modellen. Alles klar. Speichere Daten. Ausverkauft. Okay. So, jetzt haben wir auf jeden Fall einen fetten Babo-Motor. Motor meine ich selbstverständlichst. Lass mich durch. Okay, alles klar. Ach ja. Erstmal wieder krass dahin latschen. Bam. Yeah. Ach ja, Leute. Der Weg ist gar nicht lang und nervig. Moment mal, wir können ja hier rein. Jo, hier ist Gumps. Hey, es ist klug, los. Ja, wir sind auch eingeladen. Eigentlich nicht wir, nur ich. Aber ich mag sowas eigentlich nicht. Pass auf, ich sage doch. Ja, gut, ich kümmere mich drum. Okay. Tschüss. Tadadadu. Ich sollte ihn vielleicht speichern. Ja, Leute, ich speichere lieber mit Emulator. Das ist deutlich schneller zu laden. Weil ich hier lang. Yo, Boy. Das ist ja Zeit für den Glückskampf. Wir starten das erste Match. Bist du bereit? Ja. Yeah. Gut, bitte fangst auf so ein Feld. Ich erwarte ein exzellentes Duell. Ja, ich auch. Schon ist es wieder Zeit. Und nun das Ergebnis, auf das alle gewartet haben. Ereignis, nicht Ergebnis. Der Glückskampf. Das erste Match ist zwischen Randsburg und Randsburg. Yeah. Was wird im ersten Match des Turniers passieren? Schaut genau hin. Boah, ein Ritter!
Ich werde das glorreiche Bild eines wahren Ritters in die Augen einbrennen. Kämpfen wir! Seid für ein Duell, Badass Ritter Boy? Oh, was für der coole Dual Disc! Ich meine, meine ist viel cooler. Du bist correct, Boy. 5 für den Ritter. Ich dachte, dann würde jetzt stehen. 5 für den Ritt. Das wäre lustig. Aber leider ist das Spiel nicht lustig. Ja, okay. 5 für den Ritt, Mann. Der Randelsberg ist ein süßer Boy. Kann ich verlieren? Oh, die Musik. Ah ja. Oh, seine Dual Disc ist so cool. Wir müssen erstmal Adiger der Vernichtung und zerstören, was auch immer du drüben für eine Karte hast, Bitch. Oh, königlicher Erlass. Ja, tschüss, königlicher Erlass. Oh ja, stimmt, fuck. Ja, so viel dazu. Und dann nutzen wir halt unseren Schildstoß und drängen erstmal die verdeckte Karte, die du dort rumliegen hast, mein Freund. Denn ich benutze meinen Insektenritter. Dun, 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 dun. Und hau dir volles Pfund aufs Maul. Okay. Endphase. Mein Zug, lol. Wieso nennt sich das der Glückscup, frage ich mich gerade. Ach ja, die Mucke ist cool. Oh, Neftes Butlerin, ha? Könnte mehr praktisch sein. Durchaus. Aber zuerst haben wir ein volles Pfund aufs Maul. Mit dunkler Magie in dein Mull. Wow, sieht echt gut aus für uns. Nein, mein Zug, ich ziehe. Oh fuck, Spalt. Ja, ich kann nichts dagegen tun. So gesehen. Das. Dun 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 dun. Bam bam. Dun dun. Endphase. Alles klar. Nutze ich Neftis Butlerin. Die ist krass. Nee, yeah, aber noch aktive ich ihren Effekt nicht. Erst greife ich an. Wreck du Scump. Zwillingsschwertplünderer am Arsch. Na 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 na. Die Dame fackelt dich ab. Okay, Neftis Butlerin. Zeig uns deine wahre Stärke und hol Neftis den Arschflügel Phönix herbei. Alles klar. Oh, die Leute im Hintergrund. Ich beende meinen Zug. Nein! Mein Zug ist hier. Alles klar. Oh, der Boy, der kommt echt nicht in die Initiative hier, ne? Los, Insektenritter! Wreck den Scump! Angriff! Schon wieder dieser Zwillingsschwertplünderer! Hau rein, mein Boy! Hier wird nicht mehr geplündert! Und los, heiliger Phönix! Wie er sein Mull aufreißt, finde ich gut! Stopp, bitte aufhören! Sorry, Boy. Das kann ich erst machen, wenn deine Lebenspunkte auf Null sind. Nein! Mein Zug, ich ziehe! Das hier ist ein Gratulationsschirmwert. Kannst du einmal das Spezial beschwören? Okay, keine wollte ich. Okay, alles klar. Gut, Leute, aber ich würde sagen, es ist Zeit, das zu beenden, indem ich nochmal einen bewaffneten Drachen Level 5 Spieler und natürlich selbstverständlich sofort seinen Effekt aktiviere und alles vernichte, was mir in den Weg kommt. Tschüss. Ja, dann würde ich sagen, wir haben gewonnen, ne? Tschüss. Ach ja. Trotz cooler Dual Disc hast du echt nichts drauf, Boy. Alles klar, ich hab gewonnen.
Da muss ein Fehler vorliegen. Die Rechtschaffenheit ist scheiße. Richtig. Ich werde da keinen Schadenbonus, sollte höher sein. Ich meine, Leute, kein Schaden, das ist voll okay. Alles klar, ich habe gewonnen. Der Gewinner ist Klo. Läuft alles super. Meine Klinge wurde besiegt. Der Sieg ist rechtmäßig dein. Okay, Leute, aber ich würde sagen, das war's für heute mit Yu-Gi-Oh! 5Ds 2009. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen guten Tag. Und ja, bis dann. Ciao.